Das kam von draußen. Was ist da draußen? Scheiße! So begrüßt du nach all dieser Zeit einen Zarentum? Ich musste es selbst sehen. Er hat noch nicht einmal gezuckt. Furchtlos wie die Sesua. Oder einfach nur träge. Das kommt darauf an, ob ich das Ziel war. Mein Name ist Nessim Oloekdan von den Sesua. Und kein Krieger auf Pandora kann unsere Speere besiegen. Dann hast du uns nicht kämpfen sehen. Ich habe gehört, du hast diese Webe aus ihrem Baum gelockt. Aber die Himmelsmenschen zerstören unser Land auch. Wir kennen sie. Nur zu gut. Ich hole Alma. Sag, was du denkst, Rednella. Wir haben denselben Feind. Wir kämpfen gemeinsam. Jemand wird euch aufsuchen. So wie unser Volk einst. Meine Schwester Minang jagt unter den Bögen der Feierlichkeit. Und da? Lass den Drachen steigen, so wie unsere Reiter. Und sie wird zu dir kommen. Okay. Bereite dich vor, bevor du die Sesua Zahig aufsuchst. Der Weg zur Höhenprärie ist sehr weit. Ah ja. Oh, hallo. Wie schön, dich wiederzusehen. Danke. Ja, gut. Oh, ich glaube, ich bin... Warte mal, das ist ja Heil-Items. Danke. Okay, komm. Nee, warte. Ich hab was vergessen. Kunstfertigkeit. Willkommen zurück. Ich sehe, du lebst dich ein. Hier, sieh dich gerne um. Immer eine gute. Fuck, jetzt habe ich nicht mehr genug Teile. Denk daran, ziel niemals auf dich selbst. Du kannst nicht von jedem diese Integrität erwarten. Ich weiß. Ja gut, die eine der 100 Gabe wäre besser gewesen. Na egal. Alles drauf. Na, so ist es. So ist es, Leute. Egal. Gut. Dann wurde man reitiert. Dann fliegen wir los. Gott, bis dann. Wie weit ist denn das überhaupt? Wie weit ist es? Quest? 4,5 Kilometer. Oder 4 Kilometer, nicht 4,5. Das passt. Das passt. Kämpferin. Warum kämpft sie nicht öfter für uns? Wir müssen unseren Wert als Krieger beweisen. Die Sesua reiten schnell und warten nicht gern auf andere. Der Wind im Grasland ist so scharf. Er durchschneidet die Berge. Raue Gegend hier. Also müssen die Sesua noch härter sein. Es wird anders sein. Aber wir sind für alles bereit. Du musst ohne deine Ikran gehen. Sie wird dir nicht ins Grasland folgen. Warum? Der Himmel dort ist dir fremd. Zu weit weg von hier. Du musst der Bindung trauen, auch wenn sie neu ist. Sie folgt dir, wenn du das Land und die Gefahren besser kennst. Wie kann ich dann reisen? Du wirst lernen. Wenn du bereit bist, zeigen dir deine Vorfahren der Sesua den Weg. Fliege erst einmal zu den Wasserfallklippen. Das Höhlensystem dort reicht bis ganz zur Prärie. Das ist da jetzt hier? Ja. Okay, also.
Hey, Sotlek. Ich nähere mich einer echt großen RDA-Basis. Im nördlichen Ginglor-Wald. Umgeh diesen Ort, wenn du leben willst. In der Basis gibt es mehr RDA als Ginglor im Wald. Und flieg auf keinen Fall zu nah ran. Die Flugabwehrtürme schießen deine Ikran sofort ab. Okay. Ich werde mich vorerst fernhalten, aber... Was ist das denn überhaupt für ein Ort? Ich weiß nicht, was die RDA da tut. Priya und Daylan könnten dir mehr dazu erzählen. Aber die RDA wird dich zerlegen, wenn du unvorbereitet bist. Wurdest doch gerade erst aus dem Kälteschlaf gerettet. Ey, wir sind jetzt 7. Oh Gott, wir sind schon voll gut. Ja, gut. Lassen wir das kleiner. Deshalb will ich keinen Sinn. Ich meine, ich kämpfe zwar gern gegen die RDA und ich würde ganz gerne dieses Ding, aber nicht jetzt. Oh mein Gott, okay, wenn der will, ich sind erst 20. Ist 7. Das ist wohl die Klippe. Da sollte eine Höhle sein. Ja. Oh, warte mal, lass mich kurz runter. Ich muss allein weiter. Aber wir sehen uns bald. Das hoffe ich doch. Und was bekomme ich? Gesundheit. Nice. Wichtig. Da, der Höhleneingang. Was ist denn das? Ein Skillpunkt. Warte, ich weiß genau, was ich will. Genau, das habe ich, das war wichtig. Genau, weil ich habe jetzt selber gemerkt, das Surfen wird jetzt wichtiger. Ich kann mich nicht. Ich habe sonst immer so rumgeballert kurz, dann ging das ja meistens, ein bisschen versteckt habe. Aber langsam muss ich mich wirklich den neuen Gegebenheiten anpassen. Nur das Silganatwerfer. Die machen einen ja wirklich fertig. Okay, ab nach oben. Jeppa. Und so will ich halt noch nicht drauf gehen. Höhenprärie, okay. Der Signaldrachen. Ist das? Ein Schlittschliff, okay. Nassim schickt mich. Ich suche nach der Zahik der Seswa. Und du hast sie gefunden. Du hast mir gefehlt. Minan, die Sarentu sind zurückgekehrt. Lass uns auf dem Wind reiten und am Feuer feiern. Wir haben eure Geschichten vermisst. Schwester, du musst ihm Zeit zum Anpassen geben. Er soll unsere Luft atmen, unsere Erde spüren. Die Sakru treffen. Wer sind die, Sakru?
unsere Schützlinge und Beschützer. Heimat und Herz. Das Heim unseres Volkes wandert. Es ist niemals am selben Ort. Aber wir kennzeichnen den Pfad. Mit Drachen. So findet ihr immer nach Hause. Du denkst schon wie wir Sesua. Jetzt lernst du reiten. Wie wir. Reiten. Ja, gut. Gott, welches Vieh soll ich nehmen? Finde ein Schreckenspferd. Egal welches. Ist ja... Wir binden uns nur kurze Zeit. Langsam. Okay. Ruhig. Stell die Bindung her und spring auf. Ist ja erschreckend. Wenn sie Schreckenspferd ist, ja, okay. Ich lasse es ja schon. Na Gott. So, wenn ihr nicht zu viel Salami werden wollt, ne? Dann gehorcht ihr mir jetzt. Du da! Ich tu dir nichts. Ich komm dir jetzt näher, wenn du abhaust. Du wirst zu Pferde, Salami. Hey, ganz ruhig bleiben. Ich mach dich zu Pferde, Salami. Immer sachte. Und das mit der Schulflinte. Und nein, ich schieße nicht auf der auf den Kopf. Du musst ihr Vertrauen gewinnen. Okay, Drohnen geht nicht. Komm, du bist Fisch. Hey, alles ist gut. Oh, komm mal. Nochmal mit Geduld. Geduld, ey. Habt ihr kein Lasso? Ich tu dir nichts. Alles gut. Entspann dich. Warte. Hä? Nochmal. Mit Geduld. Da, ich will gar nicht. Hey, ganz ruhig bleiben. Haben wir beide, ne? Immer sachte. Endlich. Geschafft. Spring auf und reite wie die Sesma. Du kannst immer. Achso, ich. Also, die sind tatsächlich nur für einmal. Reite mit dem Wind. Folge den Drachen. Wir werden bald am Feuer feiern. Okay, da welchen Drachen? Spur führt. Cool. Ah, da geht's lang. Ah, okay. Oh, das ist schön gemacht. Ich werde gejagt. Warum? Ich komme in Frieden. Ich brauche kein Zufall, Salami. Das war alles nur Show. Nice. Es ist. Sesuazahi, kann ich Schreckenspferde reiten? Schreckenspferden ist das anders. Die Verbindung ist nur vorübergehend. Oh, trotzdem ziemlich cool. Wie fühlt es sich an, eins zu reiten? Stark, machtvoll. Aber sie sind nicht so wendig wie die Ikan. Und fliegen können sie auch nicht.
Ein gutes Argument. Aber man kommt schneller durch die Ebene. Hier ist alles weitläufig und offen. So anders. Hier geht's weiter. Okay. Was zum Teufel? Ey! Ey, du blödes Viech, was ist mit dir los? Bist du bekloppt? Schmeiß mich einfach runter. Alter, ich glaube, du willst auch eine Felsalami werden. Ah, Platz hier. Ey! Hier geht's weiter. Okay. Es ist echt wunderschön. Das muss man hier echt sagen. Ich will die Drachenspur jetzt nicht verlieren. Genau, jetzt bin ich hier im Wegpunkt hin. Genau. Dann werde ich es wieder finden. Ich würde es gerne machen, ich würde aber ungern die Drachen. Ich sehe keine Drachen mehr. Das ist aber schon echt cool. Wo muss ich da hinten hin? Nee. Muss bestimmt hier hin. Ah, ich weiß, wie ich hinkomme. Komm her. Genau, hier hin. Ah, das ist halt echt schön gemacht.
Au. Ja. Oh, war einfach doof. Na, Festtal, wo sind wir noch nicht? Wo ist ein Festtal? Toll. Die Spur führt durch das Festtal. Weiß aber auch nicht wohin jetzt. Hier dann? Ah, okay, alter Schamfeldorf. Scheiße, jetzt hätte mein Reittier verloren. Ich hab ein bisschen falsch gemacht, aber vielleicht habe ich ja Glück, dass wir jetzt eh fast fertig waren. Ich hätte jetzt nicht den ganzen Weg noch laufen muss. Ey, der Baum sieht doch ein bisschen besonders aus. Mist, okay. Oh fuck, jetzt kann ich nicht laufen. Scheiße. Ganz ruhig. Hey, alles ist gut. Warte, ich wollte dich nicht erschrecken. Na Mist, ich gebe dir schon einen Skill für, ne? Bisschen einfacher geht. Alles gut, entspann dich. Nicht. Hey, alles ist gut. Ah, ich glaube, ich muss das schneller machen. Ich glaube, ich mache das immer so langsam, ne? Ich glaube, ich kann schon ein Stück gehen. Ah, okay. Ich glaube, ich mache das immer ein bisschen zu langsam. Ah, okay, geil. Ich habe mir gerade hier. Nice. Ich reite irgendwie ein paar Minuten und schon dann. Hm.
Als würde stehen bleiben, macht ihn mehr Antritt, wenn ich aber zügig losgehe. Zurückverfolgen. Das ist es. Gefunden. Ah, ich hab's gefunden. Easy. Hat jetzt noch ein paar Jahre gedauert. Nice, aber Gott, okay. Eine Art Totem? Ach, das sieht vertraut aus. Irgendwie. Ritnella. Hier ist ein altes Totem. Die Farben und Webereien sind verblasst, aber es ist von den Sarentu. Noch ein Totem unseres Clans. Nord hat auch eins gesehen. Noch eins? Dann gibt es hier noch mehr davon. Ja, bestimmt. Nord hat auch gemalte Symbole in der Nähe gesehen. Sind bei dir auch welche? Er hat sich gefragt, ob die Symbole andeuten, in welche Richtung man sehen soll. Als Wegweiser. Und hat er was gesehen? Er hat sich bemüht. Hat lange gestarrt, aber nichts gespürt. Vielleicht hatte Nord nicht genug Geduld. Unsere Ahnen wollten sicher, dass wir etwas erkennen. Ich will es versuchen. Aus dem richtigen Blickwinkel. Ja, die Toten. Ja, okay. Sarentu Totem. Mhm. Wo war das Totem mit dem Blickwinkel? Okay, mhm. Können wir gerne auch machen. Aber jetzt erstmal das hier, bevor die Spur wieder verliert. Na gut, jetzt also für dich ein paar Meter brauche ich jetzt keinen. Halt hier. Ah, ist aktualisiert, sehr gut. Okay, erkunde den Kreis, machen wir. Wieso fragen mich andere und tun dann genau das Gegenteil von dem, was ich ihnen sage? Ich schätze es zu hören. Das ist eine gute Frage. Ja, wie das blaue und rote Kleid, ne? Mein Schatz, was soll ich anziehen? Blau oder das rote Kleid? Dann sagt dann das blaue und dann wird das rote Kleid angezogen. Ein Sand! Es regnet hier im Aha. Ist gut, dass es hier nicht oft regnet, dann werde ich nicht nass. Das ist praktisch. Ja, fließend wie ein Fluss. Sie ergänzen sich selbst dann, wenn sie sich messen. So jung und Exzellent, dein Meisterkampf bis jetzt. Ein Fremder. Ja, ich habe dich schon mal gesehen. Ah, ist das so. Du bist hier für einen guten, ehrlichen Kampf. Keine Tricks. Was? Ein Kampf. Verletzen Sie sich nie? Wir sind hitzköpfig, aber warmherzig. Wandern die Sakru, folgen wir ihnen. Und wenn sie rasten? Der Boden weiß, wenn wir tanzen. Die Luft weiß, wenn wir lachen und singen.
Ich wäre gern so stolz und kämpferisch wie ihr. Dann musst du mehr Sakromilch trinken. Wir verarbeiten sie mit Disteln zu frischem Käse. Der reift dann mit würzigen Blättern. Und aus der Molke brauen wir Sanke, das Feuer für unsere Feste. Legenden nach sind Sakru Felsen, die erweckt wurden. Seit das erste Sakru uns Schutz gewährt hat, kennen wir Musik und Freude. Zeit für eine Überraschung. Doch wir brauchen frische Sakru-Milch. Akurai hat welche. Ewa hat gelächelt, als ich meiner Bestimmung folgte. Über den Fluss wartet Arbeit auf mich. Gehört zur Überraschung. Sieh dich um und begrüße die Sesua. Unsere furchtlosen Reiter sind weithin bekannt. Und im Hort wartet schon jemand ganz ungeduldig auf dich. Okay.